Wirklich unglaublich, jetzt fangen Zentralbanken an, Bitcoin zu kaufen. Nicht nur eine Zentralbank, sondern gleich zwei Zentralbanken. Vor knapp einer Stunde wurden F13-Filings veröffentlicht, in denen institutionelle Investoren mit Assets under Management über 100 Millionen reporten müssen, welche Vermögenswerte sie in ihrer Bilanz haben. Achtung, und jetzt aufgepasst, die Zentralbank der Schweiz und die Zentralbank von Norwegen haben Bitcoin gekauft. Und nicht nur diese Zentralbanken, auch Pensionskassen und Goldman Sachs. Aber eins nach dem anderen, wir schauen uns das Ganze jetzt im Detail an. Heute könnte es tatsächlich auch noch passieren, dass wir weitere positive Berichte sehen, weil bis spätestens 22 Uhr deutscher Zeit müssen alle F13-Reportings heute durch sein. Und es könnte durchaus sein, dass wir noch weitere sehr verblüffende Bitcoin-Käufe heute im Verlauf des Tages sehen könnten. Die Schweizerische Nationalbank und die Norwegische Nationalbank haben Bitcoin gekauft. Das Ganze ist wirklich der Oberhammer. Aber wir müssen hier aufpassen, sie haben nicht direkt Bitcoin gekauft, sondern sie haben Bitcoin über das Vehikel MicroStrategy gekauft. Wir können hier ganz klar sehen in den neuen F13-Reportings, dass die Schweizer Nationalbank zum 30.06., weil die Reportings sind immer etwas im Verzug, 466.000 Shares von MicroStrategy enthält, was einem Gegenwert von 63 Millionen US-Dollar entspricht. Und das ist ein Anstieg ihrer Anteile um 60%. Das bedeutet, die Schweizerische Nationalbank, ich wusste das gar nicht, ich habe das gerade nachrecherchiert, die Schweizerische Nationalbank hat das erste Mal 2013 MicroStrategy-Aktien gekauft, wo MicroStrategy noch gar nicht auf einem Bitcoin-Standard war. Und jetzt haben sie hier massiv ihre Positionen erhöht um ganze 60%. Und jetzt weiß ich schon, dass der ein oder andere Kommentar kommen wird, der sagt, hey, die kaufen hier doch gar keine Bitcoin. Aber das muss man jetzt wirklich genau anschauen, weil wenn jemand MicroStrategy kauft, dann kauft der Bitcoin über einen indirekten Weg, weil eine Nationalbank, für die ist es vielleicht schwierig, Bitcoin direkt zu kaufen. Und deshalb nehmen die Umwege, wie zum Beispiel die Bitcoin-ETFs oder in diesem Fall einfach MicroStrategy. MicroStrategy hat eine Überexposure. Ich habe ja auch mal ChatGPT gefragt, ob man denn sagen kann, dass wenn jemand MicroStrategy kauft, dass es dann gleichzusetzen ist, wie wenn jemand Bitcoin kauft. ChatGPT sagt dazu, zusammengefasst bietet der Kauf von MicroStrategy-Aktien eine indirekte Möglichkeit, an den Schwankungen des Bitcoin-Preises teilzuhaben, ohne tatsächlich Bitcoin zu besitzen. Dies kann für Investoren attraktiv sein, die sich nicht direkt mit den technischen oder regulatorischen Herausforderungen des Kryptomarktes auseinandersetzen möchten. Also kann man hier durchaus davon sprechen, dass sie hier Bitcoin kaufen. Die Schweizerische Nationalbank ist ja auch durchaus dafür bekannt, dass sie andere Vermögenswerte wie zum Beispiel Apple oder andere bekannte Aktienwerte in ihrem Portfolio hält. Und dementsprechend passt es ja auch dazu, dass sie jetzt hier verstärkt auf Bitcoin setzen. Die Frage ist jetzt hier, ob die wirklich hier aktiv, proaktiv quasi Bitcoin indirekt kaufen wollen oder ob das hier einfach nur Teil einer diversifizierten Portfoliostrategie ist, dass man hier einfach in verschiedene Tech-Werte im Endeffekt das Portfolio aufteilt. Das kann ich euch nicht beantworten, was hier die Überlegungen hinter diesem Kauf und dieser Erhöhung der MicroStrategy-Aktienanteile ist. Und dann sehen wir hier ebenfalls die Zentralbank von Norwegen, die hier sogar noch eine größere Position MicroStrategy kauft. Sie haben hier jetzt insgesamt 1.116.000 MicroStrategy-Shares, was einem Gegenwert von 152 Millionen US-Dollar entspricht. Der norwegische Staatsfonds ist ja unter anderem auch bekannt dafür, dass sie hier auf Vermögenswerte wie zum Beispiel Aktien und so weiter setzen, auch teilweise Rohstoffe. Und es sieht so aus, dass zuerst die schlauen und die smarten Zentralbanken anfangen, hier Bitcoin-Exposure zu haben, wie zum Beispiel auch die Schweiz. Das würde ich auch als eine schlaue Zentralbank deklarieren, weil andere Zentralbanken, die kaufen einfach Staatsanleihen, die machen im Endeffekt einfach Geldmengenerweiterung, aber sie tun mit dem neu geschaffenen Geld nicht auf Vermögenswerte setzen, sondern sie machen damit im Endeffekt Kriegsfinanzierung oder irgendwelche politischen Dinge oder andere schwachsinnige Dinge, die langfristig nicht den Wohlstand in diesem Land erhöhen. Diese ganze Nachricht ist wirklich ultra bullish. Man darf das Ganze aber auch nicht überbewerten, weil ich habe jetzt hier mal die Aktienanteile von der norwegischen und der Schweizer Zentralbank ins Verhältnis gesetzt mit dem Gesamtportfolio, also mit den Assets under Management insgesamt. Und hier sieht man, dass die Norges Bank hier 152 Millionen US-Dollar in Bitcoin hält
Insgesamt haben sie aber Assets under Management von 1,4 Billionen US-Dollar. Das heißt, die norwegische Zentralbank hält hier nur 0,01% indirekt in Bitcoin. Zusätzlich die Schweizer Nationalbank hat hier Assets under Management von rund 1 Billion US-Dollar, hat hier 63 Millionen US-Dollar jetzt in MicroStrategy auch indirekt in Bitcoin geparkt. Das sind ebenfalls 0,01%. Das heißt, die fangen hier mit dem kleinen Zehen an, sich mal hier langsam in Bitcoin hineinzubewegen. Aber das sind jetzt hier noch keine substanziellen Positionen, die die haben. Das hört sich halt erstmal krass an, okay, die kaufen hier für 152 Millionen US-Dollar Bitcoin bzw. MicroStrategy und hier die Schweizer Nationalbank hier entsprechend für 63 Millionen. Das hört sich erstmal sehr, sehr krass an, aber im Verhältnis zum Gesamtportfolio sind es halt doch noch sehr, sehr kleine Mengen. Das Ganze ist aber nicht außergewöhnlich, sondern das Ganze ist ganz normal, dass hier neue institutionelle Player wie Zentralbanken, wie Pensionskassen, dass die erstmal mit ganz, ganz kleinen Allokationen anfangen, auch schauen, okay, wie ist das Feedback und so weiter. Klar, wenn die hier direkt Bitcoin kaufen würden, wenn hier die Schweizer Nationalbank direkt Bitcoin kauft, dann wäre das nochmal ein ganz anderes Signal an den Markt, weil die Vorteile von direktem Kauf von Bitcoin sind nochmal ganz anders. Da macht man sich unabhängig, dann hat man unzensierbares Geld und so weiter. Deshalb auch hier mal die Empfehlung von mir, direkt Bitcoin zu kaufen. Könnt ihr übrigens auch gerne mal bei 21 Bitcoin vorbeischauen. Die einfachste Möglichkeit, um in Europa Bitcoin zu kaufen. Und mit dem Code Bitcoin Hotel gibt es noch bis zu 20% beim Kauf von Bitcoin. Unten in den Infos verlinke ich euch einen Link zu 21 Bitcoin. Aber es ist hier wirklich ganz offenliegend, wenn man hier Bitcoin direkt kauft, hat man noch viele weitere Vorteile wie Zensurresistenz, dass man eine 24/7 funktionierende Infrastruktur hat, dass man im Endeffekt einen Vermögenswert hat, der kein Drittparteirisiko hat. Hier hat man immer ein Drittparteirisiko, was passiert, wenn Michael Saylor gegen Baum fährt und so weiter. Aber trotzdem ist es schon mal bullish, dass zumindest Zentralbanken nicht direkt in Bitcoin reingehen, sondern jetzt indirekt in Bitcoin reingehen. Anders ist das Ganze zum Beispiel bei El Salvador. Die sind dafür bekannt, dass die direkt Bitcoin in Self-Custody halten und hier nicht über Umwege wie MicroStrategy oder Bitcoin-ETFs in Bitcoin reingehen. Und das wahrscheinlich Wichtigste an diesen Käufen ist tatsächlich nicht die Summe der Käufe, sondern die Signalwirkung an den Markt, dass man sagt, hey, Bitcoin ist jetzt ein ja, anerkanntes Asset. Wir sehen zum Beispiel, der Bitcoin-Preis ist jetzt leicht gestiegen, er ist jetzt nicht irgendwie eskaliert oder sowas durch die Käufe, weil das im Endeffekt halt keine direkten Bitcoin-Käufe sind, sondern indirekte Bitcoin-Käufe. Wir sind hier knapp über 60.000 US-Dollar, aber das, was wir hier halt sehen, sind die ersten Schritte der Nation-State-FOMO, also des Wettrennens, wer die meisten Bitcoin akkumulieren kann, welche Zentralbank hier sich am besten frühzeitig positioniert. Es ist vielleicht auch spieltheoretisch ganz klug, hier noch nicht direkt Bitcoin zu kaufen und es über Umwege zu machen. Weil wenn hier die Schweizerische Nationalbank sagen würde, hey, wir kaufen jetzt direkt einfach mal irgendwie 10.000 Bitcoin oder sowas, dann wäre das noch ein krasseres Signal an den Markt. Und dann könnte es auch dazu führen, dass der Bitcoin-Preis hier gepumpt wird. Und wenn man das Ganze indirekt macht, dann hat man hier noch nicht die krasse Signalwirkung. Die ist zwar auch schon da, die Signalwirkung, aber die ist halt nicht so krass, dass man jetzt damit den Bitcoin-Preis extrem pumpt. Und von dem her ist es vielleicht gar nicht so eine dumme Entscheidung von so einer Zentralbank, hier nicht direkt Bitcoin, sondern indirekt Bitcoin zu kaufen. Aber wir haben hier aktuell auch noch sehr, sehr spannende andere Käufer durch die F13-Filings, die jetzt bekannt sind. Zum Beispiel hier Mitsui Sumitomo, eine der größten Versicherungsfirmen in Japan. Dann haben wir hier zum Beispiel den National Pension Service of South Korea, also hier Pensionskasse von Südkorea. Dann geht es hier weiter, Wellington Management, die hier 1 Billion Assets under Management haben, die hier auch nochmal ihre Positionen vergrößert haben. Dann haben wir das State Board of Florida Retirement System. Die haben hier auch nochmal 123.000 Anteile in MicroStrategy Aktien gekauft. Also hier sehen wir wirklich Pensionskassen, Staaten, die jetzt allesamt Bitcoin kaufen. Und es geht sogar noch weiter. Goldman Sachs hat jetzt hier auch bekannt gegeben, zum 30. Juni hier eine ordentliche Bitcoin-Position aufgebaut zu haben. Wir sehen hier 238 Millionen in iShares Bitcoin ETFs, also BlackRock ETFs. Dann hier nochmal 79 Millionen Fidelity, 35 Millionen Grayscale, 56 Millionen Invesco Galaxy Bitcoin Shares, dann hier 8 Millionen Bitwise ETFs, dann WisdomTree auch nochmal 700.000 und dann hier ARK ETF auch nochmal 300.000. Also insgesamt hier ja knapp 300 Millionen in Bitcoin ETFs investiert. Goldman Sachs, eine der relevantesten Banken weltweit. Das ist eine ultra bullische Nachricht. Außerdem sehen wir andere große Banken wie zum Beispiel Morgan Stanley, die es sogar erlauben,
ihren 15.000 ja, Vermögensberatern Bitcoin-ETFs ihren Kunden anzubieten. Also wir sehen hier wirklich massive Dinge, die aktuell spielen. Und es ist im Endeffekt einfach so Puzzle. Da kommt ein Stück zum nächsten Stück. Dann kommen hier mal ein paar Pensionskassen. Dann kommen hier noch Banken dazu. Dann kommen hier große Vermögensverwalter. Dann kommen sogar noch Nationalbanken, Zentralbanken dazu. Klar, hier Europa, USA, das wären nochmal ganz andere Levels. Aber ich bin hier tatsächlich nicht so positiv eingestimmt, was hier die EU angeht, was hier Christine Lagarde angeht. Vielleicht ist Bitcoin hier auch so wie ein Filter, der im Endeffekt hier einfach das Smart Money von dem Dump Money trennt. Und hier zum Beispiel die Schweiz, Norwegen und so, könnte man sagen, okay, das ist jetzt hier Smart Money und Europa oder andere Zentralbanken, die das verschlafen, das ist dann im Endeffekt einfach Dump Money. Lasst mich jetzt bitte unten in den Kommentaren wissen, was ihr zu diesen krassen News sagt. Und auch ganz wichtig hier noch ein kleiner Aufruf. Ich habe aus Versehen unsere Telegram-Gruppe gelöscht, wo wir immer Chats haben. Ich habe eine neue Telegram-Gruppe eröffnet. Ihr findet unten in den Link, wenn ihr in die Gruppe reinkommen wollt, dann schaut gerne mal dort vorbei. Da diskutieren wir über Bitcoin. Ja, war echt blöd, irgendwie die Gruppe zu löschen, aber ja, ist halt jetzt einfach so. Okay, also bis dann. Peace out. Ciao.